Popöchen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder A Plague Tale Requiem. In der letzten Folge, ihr seht, im Hintergrund haben wir die Hölle entfesselt. Beziehungsweise er hier, der kleine Mann, hat die Hölle entfesselt. Und da drüben sind Eier. Diese komischen Spinneneier, Ratteneier. Ihr seht das da drüben. Da. Lass uns mal überraschen. Scheiße! Hast du das gespürt? Das Beben hat die Ölkrüge zerschmettert. Soldaten! Warum wollen wir den Sohn noch? Er wird unser Ende sein. Er hat alles ruiniert. Das ist nur passiert, weil er unter dem Einfluss dieser Schänderin steht. Deshalb will der Graf sie um jeden Preis tot sehen. Hoffentlich. Der Graf ist noch an einer weniger. Lass uns einfach gehen. Wie viele sind hier bitte stationiert? Achtung, sie sind frei. Ich wollte nur wissen, ob man die Dinger aufmachen kann. Scheinbar ja. Ja, dem habe ich ja gar nicht in den Kopf geschossen. Die bleiben scheinbar da, wo sie sind. Sie wollen dich immer noch tot sehen. Selbst bei all dem Chaos. Sie töten lieber andere, als ihr eigenes Ende zu akzeptieren. Typisch leise. Bitte schön. Ich habe Soldaten für euch. Tut mir leid, Hugo. Wir müssen sie zum Hafen schicken. Aber jetzt habe ich mich vielleicht selber geblockt. Wie tief geht es da runter? Ich kann keine Felsen mehr erkennen. Ich will es nicht wissen. Oh, hier sind die Ratten. Was haben wir denn hier? Die gehen ja richtig ab, die haben ja drin Party, ja? Geht's dir gut? Diese Idioten. Ja, okay. Wo willst du jetzt hin? Geh weg mit deiner Riesenkeule. Nein. Nein, geh weg. Noch 5,50 Meter groß. Die waren eben Papsi. Schnell jetzt! Jetzt kommen Geh sie! Geh weg! Hallo Melli! Kuckuck! Wie geht's dir? Ausschwärmen, Soldaten! Die kriegen wir! Warte.
Oh, da ist noch einer da oben. Hä? Hey, kommt denn der her? Öko, geht es dir noch gut? Nicht jetzt. Hey, du, die führen mich direkt zu. Ach Mann, schon wieder. Lebe Scheiß nochmal. Hau ab! Kann ich mich nicht einfach in die Fresse schießen? Sie können nicht, hab ich euch. Ich hab den Schlitz ins Auge, Junge. Oder auch nicht. Das zahle ich seinem Mörder heim. Vielleicht können wir ihn verbrennen? Machen wir mit dem. Was sagst du? Ich hab so Feuer in der Hand. Ja, der hat ein Feuer in der Hand. Nee, ja. Ich will verbrannt werden, ich will den verbrennen. Das kriegt der aber dann. Musst du ihm irgendwie das Ding, das Ding auf ihn schüttet. Ich muss das Ding auf seinem Rücken aufmachen. Da ist so ein Punkt. Siehst du da? Wenn ich den aufhab, ne? Dann kriegt er auf den Arsch. Jetzt hast du verkackt, Freundchen. Ich muss ja eigentlich nur den Bilder. Der ist schon tot. Das Tor da oben. Er hat einen Pfeil ich abgekriegt. Glaube, das ist der Dorfeingang. Was davon das ging schnell. Müssen wir da lang denn da zum Dorf oder hier? Ich meine, hier ist auch noch was. So, kurze Pause. So, vielen Dank für die kurze Pause. Mal kurz mit Melli gequatscht. Die hat heute ein paar Termine. Oh ja, mal ein bisschen geredet, ein bisschen gequatscht. Damit vielleicht. Ah ja, ja. Was wurde das? Oh. Gut. Gehen wir. Schnell. Komm, hoch mit dir. Und hepp. Ja. Da drüben ist ein Boot. Ja. Bitte sei am Leben, bitte sei am Leben. Zum Glück ist die Hexe tot. Ich habe gehört, der Graf von Aal hat endlich seine Eier zurück und die Hinrichtung befohlen. Sie haben am Hafen einen Galgen aufgestellt. Sie hängen den Riesen? Heilige Scheiße, das muss ich sehen. Ja, ich auch. Er ist nicht tot. Er braucht uns. Uns fehlt die Zeit. Wir müssen hin. Wirklich, nach dem, was er getan hat. Na schön. Wir müssen ohnehin rüber zum Hafen. Da gelacht, wir retten den noch. Dann verschwinden wir. Arno, genau. Arno hieß er. Arnaut. Alles klar. Oh, nö. Ach da, lol. Boah. Was hat so rums? Na? Fangt an zu suchen! Schon unterwegs! Na, den zum Beispiel, den kriegen wir jetzt nicht einfach so tot. Sagt Bescheid, wenn ihr was seht! Oh! Zu mir! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt habe ich
ein Pyrit verschwendet. Scheiß. Was? Ihr schafft es! Weiter! Aus dem Weg! Huch. Was? Ist da jemand? Ich sollte mich umsehen. Verstecken wir uns. War dein Fehler. Vermute mal, ich hätte nicht mal die Fackel ausmachen müssen. Denn da kommt ja automatisch dieser Nebel, ne? Eigentlich. Gucken wir uns trotzdem hier schön in Ruhe um. Dass wir alles mitnehmen. Nee, das ist einfach eine Birne, Junge. Die sind garantiert hier entlang. In Sicherheit. Was ist los da unten? Der kriegt voll die Steine an Nacken. How banana are you? Yes, very banana, thank you. Sie sind weg. Nee, ich bin nicht weg, ich bin hier, also wir können gerne weiterkämpfen. Wo bist du denn? Oh. Jetzt kommen sie! Wie bist du denn so schnell hier rübergekommen? Hä? Ach, guck mal, hier ist ja ein Übergang. Das muss man erstmal wissen, ne? Hart sind wir voll. Okay. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob hier noch was ist, aber wir gucken mal. Wie nennt ihr mich immer so schön? Die Hexe, ha? Huh? Die Hexe war's. Hoch! Hier voll die Materialien. Aber auch nur aus Versehen. Ey, eigentlich müsste ich den treffen. Unfair. Sich darum. Er hat es wegen ihr getan. Aber der Graf wird ihm ihrer Tricks. Vorsicht, es geht runter. Gut, gut. Tut mir nicht leid. Sorry, I'm not sorry, oder wie war das?
Ich hoffe, Sophia lebt noch. Ich würde gern mal jemanden kennenlernen, der uns nicht umbringen will. Ja, Sophia halt, ist nett. Mal sehen, was da drin ist. Na, guck mal, hier noch ein Pfeil. Wir sind wieder voll. Juhu! Also ich sag ja, seitdem wir diese Möglichkeit haben, mit Pfeil und Bogen, mit der Armbrust zu killen wie ein Weltmeister und wir kriegen immer unsere Muni wieder. Pff, easy going. Sorry for party rocking. Hat gehalten. Ja. Wo ist Anno? Wir müssen schneller laufen. Die werden ihn töten. Wir tun, was wir können. Wenn die ihn umbringen, töte ich sie alle. Das musst du nicht. Wir holen ihn da raus. Und ja, wo muss ich ihn lang? Au. Oh, er hat denn die Opernsängerin eingeladen? Ruhe. Halt dein Schnauzen. Boah, ein Gejodel kann man keiner ertragen, du. Ist mir hier lang? Und hepp. Eieieiei. Ganze Insel einfach dem. Vorsicht beim Landen. Dem Erdboden gleich gemacht, ne? Und hier erstmal um. Oh, noch ein Messer. Ja, läuft, Alter. Jetzt haben wir endlich mal zwei. Na, da geht's nicht lang, da brennt alles. Bitte bleib bei uns. Ich bin hier. Dann bleib. Seht ihr, Leute? Bitte. Das Schwein kommt gar nicht mehr. Verdammt. Schnell, wir müssen näher ran. Das ist also der Arno. Der Mann, den man den Wall nennt? Ja. Wir müssen. Komm, hilfst du jetzt oder quatschst du nur? Er ist nicht verdient. Doch, er verdient das. Sei nicht so eine Arschkuh. Mit dir. Kletter hoch. Gut, gut. Gut, gut. Zuck, zuck. Arbeit, Arbeit. Das Dingo. Infrosta Viseda. Oh Gott. Na, wie findest du dein Halsband, Anno? Ist das der Fall? Ha, sieht eher aus wie ein Haufen Scheiße. Warum kann ich jetzt nicht schießen? Ich verstehe nicht. Jetzt, Amicia, tu was! Mach ich. Wir sind hier, Anno! Sei still! Wir bringen dich hier weg! Was? Sie hat den Sohn! Nehmt ihr den Sohn weg! Nein! Bleib bei mir! Vertrau ihr, Hugo! Warum kann er da einfach durchrennen? Ja. Ich
der macht einfach wieder die. Sie ist gestorben, weil sie die. Da! Der gehört dir! Naja. Okay, also man kann ihn nicht anbrennen. Ach du Scheiße. Okay. Na, aber du brennst doch sicherlich lichterloh, mein Freund. Tun. Okay. Ich hab's gesehen. Der hat die Brust vorne. Deswegen glaube ich den nicht. Kann ich den jetzt retten oder? Jetzt muss ich erst wieder mit Hugo reden. Ja, heiti taiti, alles gut, hast du gut gemacht. Es ist vorbei. Geschafft, Hugo. Ja, atme durch. Beruhig dich. Wir befreien jetzt Anno, ja? Ja, bitte. Na gut, also dann, komm mit. Hugo meinte, es wäre seiner. Ganz schön gedauert. Kommt an Bord. Du machst eine Pause. Wartet. Eure Mutter.
Sie kommt nicht mehr. Wir müssen los. Jetzt. Verstehe. Ich werde dann mal. Du, komm. Das mit dem Grafen? Sie kommt niemals mehr. Ich weiß. Ich wollte ihr doch noch so viel erzählen. Ich auch. Aber sie wusste. Sie wusste alles. Glaub mir. Du warst ihr größtes Geschenk, weißt du. Sie liebte dich so, wie du bist. Wie sie dich geboren hat. Wir werden leben. Und wir werden heilen. Die Narben werden bleiben. Durch sie vergessen wir nicht. Und sie helfen zu akzeptieren. Bis sie weniger schmerzen. Wir werden heimkehren. Nicht alle von uns. Aber es wird ihm besser gehen. Uns allen. Die Frage ist, ob jemals wieder diese Dinge aus dem Gesicht weggehen, ha? Völlig weggetreten? Bleib so. Du willst jetzt nicht aufwachen. Glaub mir. Ich könnte ewig schlafen. Ich brauche ein Bad. Hey! Oh, hallo. Wie geht's dir? Du zuerst. Ach, wie nach einem seltsamen Traum. Er war schrecklich. Aber ich konnte nicht aufwachen, bis er zu Ende war. Verändert. Wie wiedergeboren. Auf uns wartet ein neues Zuhause, Lukas. Kommst du mit uns? Du und Hugo. Ihr zwei seid mein Zuhause. Also, ja. Wir sind froh, dass du bei uns bist. Hat uns gerettet. Hey. Gut geschlafen? Ich wachte auf und dachte, ich sei tot. Das kenne ich gut. Was macht ihr jetzt? Meine Mutter. Sie hatte ein Haus. Ein altes Haus in den Bergen. Ich versprach ihm, dass er glücklich sein wird. Dort wird er es sein. Klingt schön. Du wirst dort immer willkommen sein. Okay, das liegt hoch. Hey, Menschen ändern sich. Okay. Komm, wir sprechen jetzt noch mit Hugo. Mal schauen, was passiert. Wie ist der Ausblick? Er ist schön. Woran denkst du? Glaubst du, ich bin anders? Naja, ich weiß es nicht. Hast du Hunger? Hä? Ja. Dann bist du ganz der Alte. Ich fühle mich anders. Alles ist anders. Das nennt sich Großwerden, Hugo. Manche Dinge beschleunigen es. Ja? Ja. Aber wir gehen die Dinge ab jetzt ruhiger an.
Wir nehmen uns alle Zeit der Welt. Ich freue mich schon auf die Berge. Bald. Sehr bald. Wir gehen nach Hause, Hugo. Unser Zuhause. Ja. Geht's ihm gut? Wer weiß. Wir könnten ihn ja fragen. Na gut. Lebst du, Anno? Was glaubst du denn? Tote Menschen reden nicht. Kluger Junge. Hey. Es tut mir leid wegen der... Naja, wegen allem. Du wolltest, dass ich gerettet werde. Ich verdanke dir mein Leben. Sieh an, da wird ja endlich noch jemand nett. Hoffentlich bereue ich's nicht. Der Krieg ist vorbei, Anno. Wir verdienen alle Ruhe. Dir täte sie auch gut. Hey! Ein Schiff! Oh, der Graf. Oh. Es ist ziemlich schnell. Seht ihr, so ist das mit dem Krieg. Wir können nicht entscheiden, wann er vorbei ist. Nein, 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 das darf nicht wahr sein! Wer kämpft? Geh rein, Hugo! Das Hauptsegel! Dort ist es sicherer. Alles klar, wir holen es ein. Okay. Ich mache hier einen Cut. Denn ich habe keine Ahnung, wie schnell dieses Schiff ist, wo ich mich beeilen muss und so weiter. Ihr kennt das Ganze halt. So, spannende Folge. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ihr kennt das Ganze. Lasst ein bisschen lieber da Däumchen hoch, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von A Plague Tale Requiem. Haut rein.